Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder ein Vlog. Maria ist schon dabei, super fit zu nehmen. Leute, ihr wisst Bescheid, unsere Daily Warm Routine ist super fit und unsere Supplemente. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Und genau, es ist Montag. Das Porridge ist in der Mikrowelle. Wir werden frühstücken. Es ist jetzt so 7:45 Uhr. Ich bin heute früh bin gerade von meinem Freund gekommen. Maria ist auch von ihrem Freund gekommen. Und wir treffen uns dann hier und legen los. Heute steht super viel auf dem Plan, weil ich fahre am Samstag bzw. Sonntag in den Urlaub mit dem Wohnmobil mit meinem Freund alleine für 2 Wochen. Das bedeutet, Maria ist alleine. Dementsprechend müssen wir etwas vorproduzieren, also wird es sehr, sehr stressig. Das heißt, 2 Podcast-Folgen aufnehmen, diesen Vlog drehen, 2 YouTube-Videos noch aufnehmen. Maria ist übrigens auch mit dabei. Es steht viel an, aber erstmal Frühstück. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt Videowünsche in die Kommentare, dass wir nach dem Urlaub wieder direkt loslegen können. Und Leute, es gibt aktuell so viele News, also hört auf jeden Fall in die nächsten Podcast-Folgen mit rein, denn in den nächsten, ich sag mal, 1,5 Wochen werdet ihr aktuell irgendwie das Krasseste erfahren, was aktuell in unserem Leben bisher passiert ist. So sieht dann unser Porridge aus. Da mache ich jetzt noch Zimt, ein bisschen Salz drüber und wir nutzen das Proteinpulver. Das ist unser absoluter Favorit im Geschmack. Caramel Popcorn. Richtig gut. Und das gibt es jetzt. So Leute, nicht nur noch mehr geschminkt sind. Wir haben gerade ein Make-up-Video gedreht. Das erste Mal in unserem Leben. Ich blende das Ergebnis mal hier nebenbei so ein bisschen ein. Genau, weil wir haben Produkte zugeschickt bekommen von einer Firma und die sollten wir mal testen. Und das haben wir direkt mal genutzt und wir müssen sagen, wir finden natürlich, Make-up macht natürlich was mit einem. Ihr seht selbst, es ist halt so ein kleines Glow-up. Es ist halt trotzdem so, ich würde es für Events oder so machen, aber im Alltag würde ich es vermutlich nicht tragen. Auch wenn ich mich so wahrscheinlich wohler fühle, weil es einfach so, ich liebe Eyeliner zum Beispiel. Eyeliner könnte ich mir sogar vorstellen, es öfter zu machen, weil es geht schnell und ich finde, es macht sehr, sehr viel aus. So, das haben wir jetzt gemacht, so, es hat eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert. Und jetzt setzen wir uns hin und nehmen 2 Podcast-Folgen auf. Aber vorher gibt es noch einen Morning Shake, also wir haben jetzt Porridge gegessen, aber ist so ein Shake, hat man auch von der Fibo, da ist so, es gibt Morning Shake und Night Shake, der Night Shake ist mit Ashwagandha und der Morning Shake ist mit ein bisschen Koffein oder so. Wir trinken es eigentlich nur, weil es weg muss, muss ich ehrlich sagen. Es ist eigentlich, man kann auch einen Kaffee trinken. Yummy! So sieht das dann hier aus. Also hier steckt Kamera drin, eine Softbox. 2 Podcast-Folgen, die haben wir jetzt schon aufgenommen. Die exportieren jetzt hier. Und jetzt kommen noch 2 Reaction-Videos. Denn wir reagieren auf alte Videos von uns. Und zwar richtig coole Videos. Einmal interessante Videos. Einmal ein Essstörungsvideo und eine Kalorien-Challenge. Ja, Leute, wir haben sowas früher gedreht. Mega interessant. Schaut euch das Video dann auf jeden Fall an. So, Dreh ist durch, 2,5 Stunden. Wir machen uns das Mittagessen. Es gibt Eiweiß-Toasties, die wollten wir mal testen. Wir finden die ganz gut eigentlich. Wir hatten sie schon mal probiert. Wir persönlich finden es unnötig, wir brauchen nicht so viel Eiweiß in jeder Mahlzeit oder so. Also wir kommen auch so genug auf unsere Proteine, aber wir wollten es einfach mal probieren. Und dazu machen wir Rucola-Salat, Spiegelei, Frischkäse, Möhrensticks mit Avocado, also haben wir ein paar Fette, Kohlenhydrate und auch Proteine. Sehr gut. Immer Leute, was da bei uns nicht fehlt, ein Nachtisch, ganz, ganz wichtig. Und ein kleines Full of Eating auch hier. Läuft. So Leute, das Ei kommt drauf. Und das ist unser Mittagessen, also so sieht das aus. Mega, mega geil, ich habe richtig Bock drauf. Ja, ich sehe es einfach. Gut, Leute, macht mich glücklich. Ei macht mich glücklich. Eigelb ist nicht so flüssig. Salz ihr Team flüssigeres Ei oder Spiegelei oder eher festeres. Wir haben jetzt fertig gegessen und ich schneide jetzt ein paar Videos am Handy. Es sieht zwar so aus, als würde ich gerade nichts machen, aber es ist Arbeit, Leute, am Handy Videos schneiden. Auf der Couch halt ein bisschen bequemer. Ja, genau. Deswegen sitzen wir hier. Man versteht mich auch am Stehschreibtisch, aber. Also auf verstellbarer Schreibtisch, aber ja. Und dann treffen wir uns gleich mit unserer Mama und gehen zusammen mit Maya spazieren. Und. Ja. Schalten ab. Genau, schalten ein bisschen ab. Und. Ja, so sieht's aus. Wir haben es abgeschmiert und jetzt gehen wir erstmal mit Maya eine Runde spazieren.
Wir können es wirklich jedem empfehlen, immer mal jeden Tag rauszugehen, an die frische Luft, an die Natur, denn es lenkt uns einfach so viel ab. Und es hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Danach gab es noch einen kleinen Snack und dann kam unser Vater und hat uns sein neues Auto gezeigt, denn sein Leasingvertrag läuft bald aus und hat ein neues Leasingauto und wir finden das wirklich richtig cool. Sieht fast aus wie ein Tesla, ist es aber nicht, aber wirklich richtig cool. So Freunde, wir haben hier gerade einen Taste-Test gemacht von der Pizza von Roses. Genau, mega, mega cool. Genau, so ein Pizzateig, die haben wir auch in süß gemacht. Mega, mega lecker. Und das gibt es jetzt nach dem Training. Wir haben jetzt den nächsten Tag. Gestern Abend habe ich noch Klavier geübt nach dem Training, beziehungsweise nach dem Abendbrot. Maria hat einen Brief geschrieben, also wirklich relativ entspannt. Und ich merke einfach, wie jetzt irgendwie der Tag von gestern mega geschlaucht hat, weil es war so unfassbar viel irgendwie. Wir haben extrem viel geschafft, aber wir haben so viel gedreht und heute ist der Plan, es einfach viel zu schneiden. Maria snackt gerade eine Runde. Diese Maisdinger sind mega lecker. Und ja. Du machst an dem Fall noch ASMR. Auf jeden Fall ist es wieder der nächste Tag. Wir essen jetzt nice. Haben mega Bock drauf. Ich merke einfach, dieser Vorurlaubsstress ist so krass und ich möchte wirklich bis Mittwoch alles fertig bekommen, weil am Samstag Nacht fahren wir schon los, also mein Freund und ich. Und ich möchte versuchen, schon am Donnerstag eigentlich alles fertig zu haben, dass ich noch so Donnerstag und Freitag so ein bisschen entspannen kann, dass ich ein bisschen entspannter in den Urlaub rein starte. Ich meine, es ist kein Wellnessurlaub. Wir fahren nach Dänemark und Schweden. Oder Dänemark, Schweden, mal schauen, wie wir es schaffen mit dem Wohnmobil. Und deswegen ist es eher so mehr Natur als jetzt irgendwie in ein Wellnesshotel oder so. So kann ein Tag aussehen. Das ist halt an einem Montag, da haben wir immer relativ spät Training, sonst trainieren wir meistens eher erst schon am Nachmittag oder am Morgen. Aber aktuell ist unser Training so flexibel, dass wir halt wirklich das machen, worauf wir Bock haben. Also wenn wir mal joggen gehen wollen, dann gehen wir joggen. Wenn wir Bock haben auf Hit-Training, machen wir Hit-Training. Genauso machen wir mal einfach stumpf pumpen oder machen unser Kraft-Ausdauer-Training. Wir sind da total flexibel. Beim Akrobatik-Training sind wir natürlich gebunden an die Zeiten und so, aber es macht uns auch mega Spaß. Aber sonst, unser Training gestalten wir sehr, sehr frei aktuell. Das soll es auch mit diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr ein bisschen Urlaubscontent wollt oder weiteren Content, dann bleibt auf jeden oder dann folgt gerne dem Kanal. Schaut gerne bei Instagram und TikTok vorbei. Bald wird es so viel ändern, Leute. Es ist so krass. Also bleibt unbedingt dran bei dem Kanal. Denn bald in anderthalb Wochen oder so werdet ihr es erfahren.